Mein Name ist Rodrigo López Klingenfuß. Ich komme ursprünglich aus Argentinien, wohne aber seit 15 Jahren in Köln. Bin Dirigent und diesmal im Festival in Braunschweig im Projekt Stories, in dem wir Orchestermusik mit Live-Videogame sozusagen auftreten. Genau, ich bin Sebastian Förster, ich komme auch aus Köln, bin Marketing-Manager, Videogame-Journalist und halt eben auch Musiker. Und ich bin auch beim selben Projekt wie der Rodrigo, Stories, Path of Destinies, Videospiel, wo es um verschiedene Entscheidungswege geht, wie wenn man durch so eine Welt durchgeht und dann eine Story durchspielt. Und genau, das wird live mit einem Orchester begleitet. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen, also konkret zu dieser Zusammenarbeit Orchester und Videogame? Könnt ihr mir dazu einen Input geben? Wir haben uns vor 2 Jahren alle kennengelernt und über Televisor, über Michael Aust. Er hat sozusagen die Truppe zusammengebracht. Das sind Mathieu Lavey und FX Dubas aus Kanada. Das sind die Komponisten der Musik auch und die Chefs der Firma Vibe Avenue, die das Videogame auch produziert hat. Und Sebastian und ich kannten uns nicht, obwohl wir beide in Köln wohnen. Das war vor 2 Jahren, haben wir es kennengelernt. Genau, ja. Also hat das Projekt auch ganz andere nochmal zusammengebracht, die vorher noch nicht zusammengearbeitet haben. Wunderbar. Wie ist die Musik entstanden? Hat die Musik schon vorher existiert, vor dem ganzen Projekt? Oder wie bringt man das überhaupt zusammen? Ein Videogame hat ja klassischerweise auch häufig einen Soundtrack. Wie ist das geschehen? Ich fange einfach mal an und dann können wir da ein bisschen aufsplitten am Ende. Grundsätzlich wurde das Spiel, ist das vor ungefähr 3 Jahren auf den Markt gekommen, von einem Independent-Studio in Kanada auch entwickelt. Spearhead Games heißen die. Und die FX und Matt haben quasi dafür die Musik komponiert komplett und hatten dann irgendwann halt die Idee, weil das auch beides Universitätsprofessoren sind, das mal irgendwie weiterzuentwickeln, das System. Und haben sich gedacht, eigentlich wäre es ja cool, weil wir das so aufwendig komponiert haben, das mal mit einem Orchester zusammen zu spielen. Und die wollten halt nicht das typische Format benutzen, weil wir kennen alle irgendwie Videospielkonzerte, wo es darum geht, ja, man sieht Trailer, vorgefertigte Spielsequenzen und ein Orchester spielt einfach die Musik dazu. Und die beiden haben sich halt überlegt, es wäre doch eigentlich mal cool, wirklich live jemanden auf der Bühne zu haben, der das Spiel durchspielt, und das Orchester muss halt dynamisch aktiv darauf reagieren, wo sich derjenige dann im Spiel befindet. Das war quasi deren Pitch, deren Idee, mit denen die dann ursprünglich nach Köln dann gekommen sind, zur Soundtrack Cologne in 2018, und wo wir dann quasi auch unsere ersten Berührungspunkte hatten mit dem Projekt. Das heißt, die Musik war vorher schon da, wurde aber natürlich für das Konzert nochmal optimiert, entsprechend auf die Instrumente, auf die Anzahl der Leute im Orchester und halt eben auf die spezielle Story, die wir halt in diesem Spiel dann spielen. Und wie ist die Zusammenarbeit mit dir gekommen? Ich meine, das heißt, du dirigierst eine Musik, die du nicht geschrieben hast, logischerweise. Und wie war der Abstimmungsprozess mit den beiden Komponisten? Interessanterweise bin ich der Einzige vom Team, der mit Videogames überhaupt nichts am Hut hat. Und das war für mich eine große Einstellung. Denn erstens, ich muss sehr oft auch auf das, was ich auf der Leinwand sehe, reagieren und Zeichen geben, damit wir dann von Section A nach B überspringen und weiterspielen, nahtlos. Und für mich sind dann Sachen, die offensichtlich sind, dass der Spieler zum nächsten Level gegangen ist, merkt jeder, der das 2-mal gespielt hat, und ich hatte da keine Ahnung. Also ich musste mich da richtig ins Zeug legen. Und mittlerweile fange ich an, nach 2 Jahren so langsam zu verstehen, und dann, das macht mir auch die Arbeit etwas einfacher. Du hast schon gerade gesagt, seit 2 Jahren. Wo habt ihr denn alles das schon aufgeführt und wie ist da euer Weg bis dann? Also wie sind die Resonanzen auch bisher? Wird das angenommen, dieses Format? Das ist bisher sehr gut angekommen. Wir haben bisher das schon 2-mal gespielt in sehr unterschiedlichen Räumlichkeiten. Das ist immer auch dann sozusagen ein anderer Anspruch. Je nachdem, wie es klingt und wie groß der Raum ist und wie viele Leute da sitzen. Das war bisher 2-mal sehr unterschiedlich. Ich glaube, heute wird es auch spannend in Braunschweig. Dazu darf man auch gleich verraten, ihr seid heute ausverkauft. Also der Druck ist ein bisschen hoch. Wie geht's euch damit? Ja, es ist, freuen uns natürlich. Also es macht natürlich Spaß, vor einer vollen Bude zu spielen, wenn viele Leute da sind, wenn ausverkauft ist. Und wie Rodrigo schon gesagt hat, die Resonanz war bis jetzt auch sehr gut. Wir haben einmal Soundtrack Cologne halt in Köln gespielt, ein halbes Jahr später dann in Düsseldorf auch auf einem Festival. Und jetzt ist quasi das 3. Mal in Deutschland, wo das aufgeführt wird. Und wie gesagt, die Leute finden es halt super spannend, weil es halt eben durch diese Videospielthematik auch eine ganz andere Klientel zu so klassischen Konzerten reinholt. Weil es ist natürlich normalerweise in meinem Freundeskreis, wenn es um Videospiele geht, die hören normalerweise keine klassische Musik oder würden nie in die Oper gehen oder sich ein Orchester ansehen.
Aber dadurch, dass die Thematik halt irgendwie so relevant ist, kommen natürlich in ganz andere Leute hin, viel jüngere Leute auch, die einfach interessiert sind daran, an dem Format und einfach sehen wollen, wie sich das dann entwickelt, ne, auf so einem Format. Mit welchem Gefühl wollt ihr, dass die Leute rausgehen aus so einem Konzert? Ich meine, wo ist der Unterschied zwischen einem klassischen Video, was man sich einfach anschauen kann auf YouTube? Man schaut jemandem zu beim Spielen, da ist auch Musik drunter. Aber wo ist der Mehrwert bei so einer Veranstaltung? Zu was zum... Ja, ich glaube zum Teil die Interaktion zwischen Gamer, Dirigenten, Orchester, Leinwand, das ist sehr spannend, sich anzuschauen, schätze ich mal. Und man hat auch ein Orchester vor sich sitzen und das ist manchmal auch hintergründlich. Es kommt auch sehr viel aus den Lautsprechern. Man hört, wenn die kämpfen, irgendwelche Geräusche und Schwerde und Explosionen und eine Stimme, die Stimme des Erzählers, die auch sehr präsent ist. Also es ist eine einzigartige Kombi, würde ich sagen. Und aus meiner Sicht halt als Videospieler, man kennt es halt sonst in sehr einer isolierten Situation, wenn man zu Hause sitzt, man hat Kopfhörer vielleicht auf und nimmt halt das Spiel besonders intim wahr. Und bei so einem Event ist es halt super interessant, weil ich spiele die Sachen und es wird halt wirklich live viel lauter, viel lebendiger und halt eben organischer begleitet, als ich das gewohnt bin. Und habe natürlich dadurch auch ein ganz anderes Spielgefühl an sich, wo ich jetzt auch mit vielen Leuten schon gehört habe, halt auch die gerne Videospiele spielen, die halt super neidisch sind dann darauf, auf diese Erfahrung halt einfach mit einem wirklich, ne, Dirigent, mit einem Orchester da zu spielen und quasi dieses Ding dann halt live zu machen. Das ist nichts, wo ich in der Kammer sitze und dann quasi streame auf YouTube, auf Twitch, sondern ich stehe wirklich in einem Raum, da sitzen 100 Leute und sehen einfach zu, wie ich das spiele. Das Orchester spielt live mit und es ist einfach, ja, es ist wirklich eine ungewohnte, aber auch eine tolle Erfahrung, glaube ich, für alle, die da mitmachen. Jetzt habe ich ja hier zwei Alpha-Tiere sozusagen vor mir sitzen. Also einer, der spielt, der andere, der das Orchester leitet. Wer gibt denn hier den Ton an von euch beiden? Also wer reagiert auf wen oder wie stimmt ihr euch ab? Das stelle ich mir einen unglaublich schwierigen und spannenden Prozess vor. Manchmal gebe ich halt wie ein gewöhnlicher Dirigent, gebe ich Cues für Sebastian. Manchmal muss er mich anschauen und sagen, jetzt geht's weiter, mit einem kleinen Kopfknicken. Und viele Male muss ich das auch vom Bildschirm ablesen, was da passiert und das dann dem Orchester immer weitergeben. Das ist so eine Art Feedback, was da entsteht. Genau, also ich habe vorher auch schon mal drüber nachgedacht, wie man das am besten beschreibt. Es ist nicht so, als wären zwei Dirigenten da, sondern wir haben letztendlich, ich bin genauso ein Musiker, in Anführungszeichen, wie die anderen im Orchester, aber wir haben halt durch das Videospiel quasi nochmal eine Instanz drüber, die halt eben grob einfach den Ton vorgibt, ne? Und wir stimmen uns dann quasi mit den Cues immer abwechselnd ab. Manchmal ist das Spiel einfach schneller, manchmal ist da halt ein Part, den ich nicht überspringen kann, wo einfach geredet wird. Und da muss dann die Musik entsprechend ein bisschen im Loop laufen oder verzögert werden. Und das sind halt Sachen, wir können zwar vorher uns absprechen, wie das idealerweise laufen soll, aber ich sag mal, bis jetzt war jedes Konzert immer anders. Und manchmal ist es eine Minute früher, manchmal dauert es 3 Minuten länger. Und das macht aber auch diesen Charme halt drauf und das hält es halt spannend auch in den ganzen Zeitraum. Das Spiel ist ausgesucht worden aufgrund der Connection mit euren kanadischen Partnern. Wie ist es für dich, dieses Spiel zu spielen? Hat das einen besonderen Reiz? Was ist das für eine Welt, in der du da unterwegs bist? Das Spiel an sich ist halt sehr mystisch angehaucht. Es ist mit anthropomorphischen Tieren gestaltet. Das heißt, ich spiele eigentlich einen Fuchs, so einen Piratenfuchs sozusagen, der halt mit einem magischen Buch auf eine Reise geht und versucht, die Invasion von Raben abzuwehren. Ja, also es ist sehr aus dem Tierreich bedient. Ich hatte schon gesagt, anfangs ist es ein Independent-Studio, das heißt, das ist halt kein AAA-Titel, das ist kein Lara Croft, das ist kein Call of Duty, sondern das ist halt wirklich ein Passionsprojekt von einem kleinen Entwicklerteam, die sich halt wirklich zur Aufgabe gemacht haben, eine ganz besondere Geschichte, fast wie ein Bilderbuch zu erzählen, aber halt im Videospielformat. Und deswegen ist es halt eine sehr magische Welt, es ist eine sehr lustige Welt, sehr viele Anspielungen auch im Text, so Easter Eggs sozusagen, die Entwickler da versteckt haben. Und das ist halt, es ist auch niedlich teilweise, es ist wirklich so ein Ding, was man auch, sag ich mal, innerhalb von einer Familie spielen kann, was tendenziell vielleicht eher in eine jüngere Zielgruppe reingeht. Aber dadurch, dass natürlich auch so Themen wie Tod, Krieg und sowas angesprochen werden, ist es natürlich trotzdem auch interessant für erwachsene Spieler, sich da durchzugehen. Und weil man halt eben sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten hat, kann man sich quasi seinen eigenen Weg auch so ein bisschen reinsuchen in diese Welt. Wie war für dich denn die Zusammenarbeit mit dem Staatsorchester Braunschweig? Das Braunschweig International Film Festival hat ja jetzt schon seit ein paar Jahren eine Kooperation, auch über Michael Aus, den ehemaligen Filmfestdirektor. Wie habt ihr euch da aneinander rangetastet? Wie sind die Proben verlaufen? Ihr seid ja schon ein paar Tage jetzt hier in Braunschweig. Wir wurden im Allgemeinen sehr gut empfangen. Das Orchester ist auch sehr gut. Es war aber harte Arbeit, die wir da geleistet haben. Wir hatten eine kurze Probezeit und jetzt sind wir gut dabei, aber wir mussten schon ordentlich schwitzen und zum Teil auch kurz stoppen und erklären, was gerade passiert.
Und es sind so zum Beispiel Sachen passiert, dass Musiker plötzlich vollkommen irritiert waren, weil da ganz komische Klänge waren und drehten sich um, was ist das, bis sie begriffen haben, okay, das kommt aus den Lautsprechern, das ist Teil des Spieles und so weiter und so fort. Das sind so kleine Sachen, die man dann kurz diskutieren und erklären muss, aber im Allgemeinen war es super. Ihr seid heute Abend, wie gesagt, ausverkauft. Ihr hattet eben gerade eure letzte Probe vor der Aufführung. Wie steht's mit den Nerven? Seid ihr aufgeregt? Freut ihr euch? Also ich persönlich fühle mich entspannt. Wie gesagt, wir machen es nicht zum ersten Mal. Das nimmt viel von der ursprünglichen Spannung weg. Klar, wie gesagt, viele dynamische Aspekte drin. Deswegen, wir wissen beide nicht genau, wie es ablaufen wird, hundertprozentig. Aber wir haben uns eigentlich sehr gut abgesprochen. Auch mit den Komponisten zusammen, mit dem Madam FX. Wir sind eigentlich sehr gut untereinander organisiert und können halt sehr auch auf das Orchester eingehen. Ne? Das heißt, wenn die mal ein bisschen langsamer spielen, ein bisschen schneller spielen, können wir, denke ich, eigentlich unter uns ganz gut damit umgehen. Oder was denkst du? Ein bisschen aufgeregt ist man schon, aber das ist auch gesund, glaube ich. Sehr gut. Dann noch eine letzte Frage. Das Braunschweig International Film Festival. Wie gesagt, ihr seid schon ein paar Tage hier. Was ist euer Eindruck? Wie geht's euch mit dem Festival? Habt ihr Spaß? Sehr gut organisiert, sehr nette Leute, super empfangen worden und ist alles wunderbar. Ja, also man merkt halt wirklich, dass es schon sehr lange Tradition hier hat in Braunschweig, wenn man so ein bisschen in dieser internationalen Filmgeschichte drin ist, Videospiele und Musikthemen. Man kennt auch den einen oder anderen auch schon länger, vielleicht hat man schon mal auf einem anderen Festival gesehen. Und es ist eigentlich immer eine sehr familiäre Stimmung auch, weil man halt wirklich sehr viele kreative, teilweise auch verrückte Leute aufeinander hat. Man kann sich wirklich über jedes Thema unterhalten und es macht einfach Bock. Ja, es macht Spaß und dann umso mehr, wenn man dann auch auf der Bühne steht und sich im Anschluss natürlich mit den Leuten dann auch mal genau darüber auch austauschen kann, sei es ein Film oder halt eben ein Konzert. Wunderbar, ich danke euch vielmals, dass ihr hier dabei wart bei diesem Format. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viel Erfolg heute Abend bei unserem Konzert und auch unserem Publikum. Ganz viel Spaß mit eurem sehr innovativen neuen Format. Dankeschön. Danke.